Und herzlich willkommen zum Freitagsvideo. Heute trocken. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja. Gut, den hätte ich mir schenken können. Aber gut. Heute ist Freitag und heute habe ich schon viel bessere Laune, weil ich heute nicht nass geworden bin und weil ich heute nicht meine Mutter stören musste. Ja, und heute habe ich euch ein anderes Thema, weil es sind jetzt noch 2 Tage bis Weihnachten. Und dann habe ich euch habe ich mir mal wieder überlegt, wie es bei mir so ist. Und ich muss für mich zugeben, mir geht immer der größte Angstschweiß runter, also einer der größten, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Dann denke ich mir immer so, oh nein, jetzt muss ich mir wieder was Passendes einfallen lassen für dich. Oh nein. Also bei meinen Großeltern und meinen Eltern und so wünsche ich mir immer, gib mir Geld, dann kann ich mir, das spare ich dann und dann habe ich dann ein paar, kann ich mir das, was ich mir wünsche, kaufen irgendwann. Oder schenk mir irgendein Produkt, das mit Ei anfängt. Und dann geht's, dann wird es schon schwierig. Wenn dann die Eltern weg sind, dann möchte man ja nicht zu habgierig wirken. Dann möchte man ja nicht, dass der andere denkt, die wünscht sich nur überteuertes Zeug. Also muss man sich schon was überlegen, so was Kleineres. Also habe ich mir selbst mal das Limit gesetzt. Ich wünsche mir nichts, was mehr als ungefähr 20 Euro kostet. Ist schon sehr viel Geld, aber ist noch in einem machbaren Rahmen. Und dann geht's immer los, wenn du die ganzen Geschenke, da muss ich in meinem Kopf abrattern, was könnte ich jetzt noch brauchen, was könnte jetzt noch irgendwie praktikabel sein, was liegt nicht einfach nur bei mir irgendwo in der Ecke rum und was ist noch ansatzweise gut. Also dann kommen solche Wünsche wie, naja, könnte mir ja noch... Okay, ihr habt den geschockten Blick von Elena auf dem Band. Das ist jetzt festgehalten. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Baby zu Bett bringen, weil der scheint müde zu werden. Bis gleich. Nein, das Video läuft weiter. Tja, man wird auch nicht mehr jünger und die Hasen werden immer schneller, habe ich das Gefühl. Mir hat es gerade übelst geknackt beim Fangen. Das hättet ihr jetzt nicht hören wollen. So. Aber zurückzukommen zu den Geschenken. Also dann bin ich immer so am Überlegen zu sagen, schenkt mir doch irgendwas, was meinem Hasen eine Freude machen würde. Weil damit macht ihr mir eine Freude, weil ihm zuzusehen, wie er sich freut, ist die schönste Freude. Dann, wenn da auch nichts kommt, dann sage ich immer, dann was Kleines, was man, wo man nicht irgendwie rumstellt. Weil wir haben nicht so eine große Wohnung. Oder dann irgendwas Selbstgemachtes ist auch nicht schlecht. Oder was zum Essen. Oder was ich sehr gerne sage, schenkt mir doch einen Gutschein. Ich finde immer so Gutscheine oder so Coupons für sowas wie einmal mit dir essen gehen oder wir verreisen mal mit dir, wenn du es möchtest, einfach die Option zu haben. Das finde ich immer die schönsten Geschenke, die Möglichkeit zu haben, irgendwas zu tun, was ich tun möchte, wenn ich mich selbst dazu so weit fühle. Und das aber auch mit dem Beiwissen, dass es sein könnte, dass wenn ich was Größeres plane oder was Größeres ist, dass es dann vielleicht doch nicht passiert, weil ich vielleicht irgendwie dann doch mich wieder nicht traue. Kein Problem. Oder einfach sowas wie einen netten Abend zusammen zu verbringen, finde ich auch immer ein tolles Geschenk, ohne irgendwie sowas wie, ja, ich brauche nichts Besonderes, sagen wir einfach so. Mir reicht manchmal auch einfach nur, wenn jemand da ist, der mich nimmt, wie ich bin, und das ist für mich eigentlich auch schon so ein mega großes Geschenk. Und ja. Und manchmal müssen mir andere auch nichts schenken, weil ich ihm etwas schenke aus Selbstsucht. Das habe ich auch schon hinbekommen. Manchmal, wenn ich Leuten Geschenke mache, dann nur, weil es irgendwie in gewisser Form wiederum mir zugute kommt. Wie zum Beispiel dieses Jahr verschenke ich einen Arztkoffer, weil die Person, die ihn bekommt, im Moment noch kein gutes Verarztungsset hat. Und ich jetzt immer Sorge habe, wenn ich da mir irgendwie mal wehtue, dass ich dann ganz, ganz, ganz schlecht dastehe. Darum bekommt diese Person von mir ein Arztset. Und eigentlich ist das doch schon genug Geschenk. Hey, davon haben wir alle was. Ja.
Also ich selbst, ich bin ja ganz schlecht im Geschenke verschenken. Bei mir ist meistens so, dass ich irgendwas aussuche, was also so im Sinne meine Eltern, den schenke ich meistens. Meine Mutter kriegt dieses Jahr von mir einen Coupon für die Fortsetzung von Die Säulen der Erde und der dritte Teil nach Die Tore der Welt, wenn das dann als Taschenbuch draußen ist, auf Papas Kosten. Ja. Und mein Vater bekommt von mir dieses Jahr eine grüne Tasse und ein Schokoladenzippo. Auf Mutters Kosten. Da zieht sich bei mir der rote Faden. Ja, und meine Oma bekommt Sachen aus dem Douglas-Kalender und die restlichen weiblichen Verwandten auch. Und die anderen, die männlichen Verwandten, die kriegen halt nichts. Die haben mal wieder Pech. Falls ich irgendwann mal einen Adventskalender habe, der ein bisschen mehr männliche Inhalte hat, bekommt die dann in dem Jahr was. Und das ist so meine Strategie für Geschenke oder beschenkt werden. Ich mag es am allerwenigsten allerdings, wenn man mich überrascht mit Geschenken. Wobei ich manchmal auch so das Bedürfnis habe, mal ein Überraschungsgeschenk zu bekommen. Etwas zu bekommen, wo ich nicht weiß, ob es denn dann das ist, was ich gerne hätte. So Kleinigkeiten, da finde ich das immer so ganz nett, wenn man sowas bekommt, wie zum Beispiel ein kleines Armband oder sowas wie Tempo-Taschentücher-Päckchen, das ich noch nicht habe. Ich sammle auch manchmal Tempo-Taschentücher und solche Sachen. Oder eben auch von der Mutter oder manchmal auch sowas wie ich finde auch ein sehr schönes Geschenk ist einfach nur eine nette Geste, wie zum Beispiel sei es zusammen zu sein und sich aneinander zu freuen oder auch nur zusammen zu sein und zusammen Tee zu trinken. Das sind so für mich die netten Gesten oder sowas wie wenn meine Mutter zu mir sagt, ich kann mal die Nacht lang wach bleiben und sie sagt nichts dazu. Das wär ein tolles Geschenk. Ja. Ja, und das sind so Sachen, wo ich mich dann einfach freue oder wo ich dann mir vorstellen kann, dass es auch nicht unbedingt so schwer ist. Also ich möchte nicht immer, ich brauche nicht so große, schwere Geschenke, wie zum Beispiel ein Paket, das man plötzlich aufmachen muss und das dann schwer ist oder so. Mir reicht immer was Kleines. Was Kleines oder ein Gutschein oder einfach nur eine Option zu haben. Das sind so Sachen, wo ich mich einfach darüber freue. Ja, ich mache es jetzt heute kurz, weil ich glaube, die meisten, die jetzt noch keine Geschenke haben, haben jetzt auch keine Lust, hier lange noch weiter zuzugucken, sondern müssen sich nur überlegen, was sie verschenken wollen. Ja, die haben, okay, jetzt habe ich mich wiederholt, glaube ich. Egal, die schon Geschenke haben, die werden jetzt wahrscheinlich eher bei ihrer Familie sitzen wollen und mit denen Zeit verbringen. Naja, vielleicht wollen sie auch nicht mit der Familie zusammensitzen, aber vielleicht einfach ihre Ruhe haben. Und darum mache ich an diesem Punkt jetzt Schluss und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und vor allem ein tolles Weihnachten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so verschenkt an Weihnachten. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.re. Wartet mal, @outlook.de. Oder was kommt? Oh, ich bin immer verwirrt. Es tut mir leid. Ja, wir sehen uns dann wieder nächsten Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und vor allem wundervolle Weihnachten. Bis dann. Ciao.